Hallo meine Flöckchen, ich bin's mal wieder, das Schneechaos. Viel Spaß mit dem Stream-Zusammenschnitt zu Sally Face. Lasst uns nicht lange warten und los geht's. Uwo. Ja. Gehen wir mal in die nächsten Flure. Na, da ist Todd. Etwas gefunden? Noch nicht. Hast du die Inhaltsstoffe? Nein, noch nicht. Wo ist Ash? Hier ist ein paar Material holen gegangen für mich. Ich habe sie zur Hausmeisterkammer geschickt. Eigentlich dachte ich, sie wäre schon wieder zurück. Bin gleich zurück. Endlich zu Hause. Na dann, willkommen zu Hause. Willkommen zurück. Die haben gerade Unterricht. Pausenplatz. Ash. Hey, was ist los? Es ist verschlossen. Ich brauche etwas daraus, um die Fleischwurst zu testen. Er versucht es aufzubrechen, wie Darius mir gezeigt hat, aber jetzt steckt meine Haarklammer darin fest. Ich könnte mir mit einer kleinen Zange versuchen, sie rauszuholen, aber wir sind in der Kammer vom Hausmeister und geht immer über den Mittag weg. Mal sehen, was ich finden kann. Danke, ich versuche in der Zwischenzeit weiterhin, sie rauszuholen. Super Sibi, Hallöchen. Schönen Feierabend dir. Oh, da ist ein Tennisball. Ich seh den. Fenster. Lehrer sind hier drin. Ich muss irgendwie die Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken, ohne dass sie mich sehen. Vielleicht mit einem lauten Geräusch. Ja, mit dem Tennisball zum Beispiel. Vögel. Sehe sie nicht. Die verstecken sich wohl. Weit seid ihr gekommen? Wir sind jetzt im dritten Kapitel sozusagen. Immer noch dran. Ja, wir haben noch nichts gefunden bisher. Jetzt, ja, was haben wir alles rausgefunden? So einiges. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass die Update-komische diese. Ja. Wir haben herausgefunden, dass die ganze Familie dort gar nicht bei dem Angelunfall umgekommen ist, sondern die sind alle in dem Haus gestorben. Niemand würde es mehr als ein 4-Tage-Projekt. Okay, vielleicht hat es schon geklappt. Ich hatte wirklich viel Zeit und konnte es daher nicht so genau sehen. Falls du sie nochmal ablenken könntest, könnte ich versuchen, das Blatt zu nehmen. Nein, wir wollen die Aufmerksamkeit nicht auf uns ziehen, weil wir das Blatt stehlen. Du bist der Boss, Sally. Was sollen wir also tun? Gib mir eine Minute, ich denke mir was aus. Hier benutze Ash Kamera, um ein Foto davon zu machen. Gut mitgedacht, Kumpel. Bereit, wenn du es bist. Ah, nice, dass wir die Kamera mitgenommen haben. Yo. Es geht los. Werfen.
Was war das? Keine Ahnung, hat sich angeholt, als käme es von draußen. Ich sehe nichts, ich auch nicht. Vielleicht waren es schon wieder diese verdammten Vögel. Ja, es sind immer die Vögel, die gegen die Fensterscheiben fahren. Fliegen. Momentan decken wir den Fleischwurstvorfall auf. Hast du's? Das Papier war nicht da. Was? Wie kann das sein? Niemand sonst hätte da reinkommen können, ohne dass sie die Person bemerken. Ich zieh dich nur auf, Mann. Ich hab das Bild. Ach du Spielverderber. Geschafft. Schauen wir uns an. Kim Jatzi, Geburtsdatum, bla bla bla. Elefantitis. Ich glaube, ich weiß, was... Ich weiß, was tun. Lass uns im Labor treffen. Du hast geschnallt. Jo, Mann. Hey, Larry, warte auf mich. Ich bin nicht so schnell. Meine Beine sind so kurz. Warten Sie auf mich, bitte. Ich habe schließlich das Blatt. Ich bin die wichtige Person hier. Ich bin die Hauptperson, außerdem sind die schon tot. Ah ja, und Larry ist schon tot. Im realen Dingsy. Ach ja, wir müssen hier in den Wissenschaftsraum. Wir müssen jetzt halt uns durchboxen. Hast du die Fleischwurst, Kumpel? Bin dabei. Ah, jetzt müssen wir auch die Fleischwurst holen. Müssen wir noch was holen, um ärgert andere Lehrer. Vielleicht können wir den Ball benutzen, um den nach den Vögeln zu so werfen oder so. Weiß ja nicht. Ich hoffe, sie haben mich nicht gesehen. Die mag ja Vögel. Also geben wir ein Vogelbild und sagen, ja, gib uns dafür die Fleischwurst. Wir kriegen schon noch unsere Fleischwurst. Ich hab was für dich. Was ist das? Ein Foto? Von einem Vogel? Du machst also Bilder, hm? Ja, ich hab's für dich gemacht. Als kleines Danke für deine harte Arbeit. Echt süß von dir, Sally. Danke. Ich frage mich gerade, ob du mir sagen kannst, woher die Schule die Fleischwurst bekommen. Warum bist du so sehr an der Fleischwurst interessiert? Naja, meine Freundin und ich mögen die echt gerne und wollen wissen, wo wir sie herkriegen. Sie wird hier hergestellt von Frau Pappkarton, 100% Rindfleisch. Einmal in der Woche bringt sie es von der Farm. Vögel und Fleischwurst in einem Satz klingt versaut. Hier, ich gebe dir noch etwas Fleisch extra als Danke für das hübsche Foto. Nice. Dankeschön. Everything works like planned. Toll, Fleischwurst. Ihr habt noch mehr Fleischwurst. Perfekt. Kim sagte, dass Frau Pappkarton sie herstellt. Boah, keine Chance, Kump, die lebt in einer Wohnung. Wie kann sie dann das Fleisch für die Cafeteria selbst herstellen? Oh ja, ich habe total vergessen, dass sie dort wohnt. Ich sehe sie so gut wie nie, vielleicht ein oder zwei Mal, seit ich eingezogen bin. Sie kommt meistens spät nach Hause. Ich glaube, sie hat mehrere Jobs. Lehrer werden nicht so gut bezahlt, wie ihr vielleicht denkt. Also ist es ganz normal. Wie auch immer, wenn Frau Papp... Frau Pappkarton, Frau Pappkarton. Ich finde Frau Pappkarton aber auch irgendwie niedlich. Frau Pappkarton zu Hause ist, macht sie sehr viel Lärm, nicht überhörbar. Was jetzt? Sollen wir Pappkarton über die seltsame Seite ihrer Arbeit fragen oder versucht ihr mit eurem Detektivding? Ich weiß nicht so recht. Was denkst du, Sal?
Lass uns etwas herumschnüffeln, bevor wir zu ihr gehen. Ich mag es nicht, wie es bis jetzt zu sein scheint. Bleiben wir bei Pappkarton. Okay, wir bleiben bei Pappkarton. Wenn etwas Verachtenswertes hier los ist, sollen wir es Pappkarton nicht wissen lassen, dass wir herumschnüffeln. Ja, gut mitgedacht, Sally. Okay, warum gehst du und Larry euch nicht in Frau Pappkartons Klassenzimmer umsehen, während alle Lehrer in der Pause sind? Viele Tote und frische Fleischwurst. Ja, das ist auch so das, wo ich so dachte. So, die mysteriöse Fleischwurst und viele unaufgeklärte Tote, über die es keine Aufzeichnungen gibt. Ha. Todd und ich untersuchen weiter die Fleischwurst. Genau, was ich mir gedacht habe. Wir kommen bald zurück. Alles klar, Larry. Komm, Hand in Hand gehen wir hier mal zu Frau Pappkarton. Larry, du musst für mich die Augen offen halten. Warte vor der Tür und sag mir Bescheid, wenn wer kommt. Du hast's verstanden. Ja, Schreibfläche abgeschlossen. Weißt du noch, wie mein Schloss knackt? Wo ich dir gezeigt habe? Ja, aber es ist kein Schlüsselloch. Ein Zahnschloch? Scheiße, wie sollen wir das aufkriegen? Lass mal sehen. Warte, da war doch... Sind hier nicht irgendwo Notizen oder so? Nur das, was an der Tafel steht. Verlassen, warte. Final Exam. 16,3. Ne, wir brauchen was mit 4 Zahlen. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Okay. 1, 2, 4, 5. Versuch mal die Zahl Pi. 3, 1, 4, 1. 3, 1. Nein, hätte ich so lassen können. 4, 1. Ja, stimmt. Ja, sind auch 4 Zahlen gewesen. Ich habe nur 3 gesehen. Offen. Gut gemacht, Kumpel. Was ist drin? Nur ein Haufen Papier, Mathepapiere und... Warte, da ist ein Geheimfach. Mann, ist das seltsames Zeug. Was ist das? Bin mir nicht sicher. Glasgefäße, in denen sie vermutlich Gewürze befinden, sind das Zutaten? Wieso ist da ein Schädel eines Vogels drin? Irgendwie gruselig. Kristalle sehen ziemlich cool aus. Ich frage mich, wozu Pappkarton sie hat. Ein seltsames Objekt aus Metall. Erinnere mich an Jims Trickbox. Sie könnte doch wichtig sein. Ich sollte lieber mitnehmen. Ja, nehme es mit. Bei Double P muss ich auf die Toilette. Scheiße. Passiert es wieder? Ja, ich... Ustix fin isre der Eirene hat Snip. Bist du sicher? Du könntest dehydriert sein. Du hast nichts am Mittag gegessen. Geschafft. Ha? Es ist endlich vorbei. Aber kein Problem. Sehen wir nach Todd und Ashley. Ja, dann gucken wir mal hier nach Frau Pappkarton. Hey Jungs, wir haben was Seltsames in Pappkartons Pult gefunden. Wie könnt ihr mit den Tests voran? Bis jetzt keine Zeichen von gefährlichen Chemikalien oder Bakterien. Auf jeden Fall, denke ich, sind wir uns alle einig, dass hier irgendetwas seltsam vor sich geht. Was immer es ist, lass es uns nicht Chuck sagen für den Moment. Als wir ihm gesagt haben, dass sie keinen Hackbraten mehr anbieten, hat er fast einen Herzinfarkt. Ja, Ash hat recht. Pi hoch 2. Lass es uns im Geheimen behalten, bis wir uns ganz sicher sind, was es ist. Ich denke mal, alle wissen, was wir jetzt zu tun haben. Verdammt, es wäre schon irgendwie verpassen. Ich werde es schon wieder verpassen. Ich muss auf Ben aufpassen, bis meine Eltern heimkommen. Vielleicht kann ich danach helfen. No. Etwas später am selben Tag. 10 hours later. Hier. Ich brauche ein bisschen, damit es funktioniert. Kein Problem. Ich muss vorher eh noch um was kümmern. Okay, wir treffen uns in Todds Zimmer, sobald alles fertig ist. Perfekt. Cool. Und worum müssen wir uns kümmern? Katze füttern vielleicht? Kackpot sauber machen? Gehen wir auch uns mal nach Hause. Vater, bin nach Hause. Ich hab Hunger. Was gibt's jetzt zu essen? Hallo?
Wo ist eigentlich Gizmo? Oh, da haben wir unseren Super Nintendo Boy wieder. Was haben wir denn da jetzt noch mitgenommen? Kacke? Nö, eine Teetasse. Guck mal, da ist das Bild von Dingsy, von unserer Freundin. Ich hab ihren Namen vergessen. Tolle Freunde sind wir. Papa, ich brauch Geld. Sind wir so unter dem Bett? Das ist alles Foto von Mama. Ich dachte, Papa hätte sie alle weggeworfen. Hi Mom, ich vermisse dich. Ich hoffe, du hast jetzt wenigstens deine Ruhe. Auf der Rückseite ist eine handgeschriebene Notiz. Henry, du bist mein Licht in der Dunkelheit. Ich kann gar nicht glauben, dass wir einen kleinen Jungen bekommen. Ich kann mein Glück kaum fassen. Alles ist so perfekt. In Liebe, deine Diane. Ja. Süß. Ja, dich gefreut. Papas Computer läuft, aber ich kenne sein Passwort nicht. Vielleicht finde ich es ja irgendwie heraus. Steht denn auf dem Ding was drauf? Da war kein Datum mit drauf, ne? Nee, schade. Schade, schade. Dann gucken wir noch mal weiter hier. In unserem Zimmer war nichts. Hier weiter ist auch nichts. Vielleicht im Kalender irgendwas vermerkt. Weiß die Katze was? Wo ist Gizmo? Say, ich muss heute nochmal zurück auf die Arbeit. Ich komme erst später. Es sind noch Rechte im Kühlschrank. Aber wahrscheinlich isst du eh wieder bei Lisa und Larry. Tut mir leid, dass wir uns in letzter Zeit so wenig gesehen haben. Vielleicht schaffen wir es ja mal am Wochenende. In Liebe, Papa. Toll. Wo ist Gizmo? Wo ist die Katze? Ups, entschuldige, Gizmo. Ich wusste nicht, dass du hier drinnen bist. Das ist paranormal, das muss ich untersuchen. Katze kraulen. Ja, machen wir sofort. Ah, schade. Müssen wir noch warten. Ich finde es gut, dass Gizmo badet. Oh Mann, ich habe was gar nicht geguckt gehabt. Und war es nur ASMR gut? Hat's gefallen? War der im zweiten oder im dritten? Im zweiten, oder? Ja. Ja. Wow! Hast du's? Fangen wir an. Ich habe die Sicherheitskamera gehackt und werde dasselbe Bildmaterial von dem leeren Gang im Endlosschleife abspielen, bis ihr beiden wieder da seid. Seid vorsichtig. Vorsichtig! Ja, sehr schön. Au, 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 Schlösser knacken hier. Ganz gefährlich. Ich hab's! Super, wir sollten uns beeilen, damit wir nicht erwischt werden. Alter, hier stinkt's nach ungewaschenen Hintern und käsige Füße. Okay, ach du meine Güte, hier halten wir uns lieber nicht zu lange auf. Dieser Gestank wird nicht lange zu ertragen sein. Sieh das Bild an.
Was, wenn Pappkarton wirklich nur auf einer Farm arbeitet? Ich weiß nicht, das Bild gibt mir ein komisches Gefühl. Mich fröstelt's richtig. Ja, voll, ich merke das auch total. Sehen wir uns mal um. Radio. Ja, das alte Radio, aber ich lasse es lieber eingeschaltet, ist wohl kaputt. Windeln. Das sind ziemlich viele Windeln. Glaubst du, Mrs. verwendet die alle? Gut möglich, Kumpel. Pappkarton ist ein Urgestein. Ist irgendwie komisch in diesem Kühlschrank? Nein, nur Sachen, die man dort erwarten würde, ist da ein Vorhängeschloss im Kühlschrank. Kriegst du das auf? Klar, gib mir eine Minute. Gefrierer. Da drin ist kiloweise Fleischwurst, gefrorenes Gemüse und noch andere Lebensmittel. Wirklich nichts Verdächtiges. Das ist ja ekelhaft. Larry hat's. Okay, machen wir es auf. Ich wusste es. Das sind Ziegen. Verdammte Scheiße, ich wusste es. Und ekelhaft. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Schauen wir mal, ob wir in dieses Schlafzimmer kommen. Okay. Zeiger der Uhr stehen auf 3:14. Wenn ich sie bewege, wandern sie trotzdem wieder auf ihre Position zurück. Das ist ein sehr seltsames Schloss. Ich weiß nicht, ob ich es öffnen kann. Verschlossen. Das ist ein komischer Mechanismus am Türknopf. Sollte niemals hinterfragen, was in der Tür ist, ja. Jetzt aber hier nicht wirklich was machen. Ja, was machen wir jetzt? Lass es weiter versuchen, okay. Hey, Kleiner. Bäh, bäh, bäh. Was zur Hölle war das? Eine Geisterziege? Was soll mich nicht überraschen? Aber ich habe es definitiv nicht kommen sehen. Ghost Goat. Ghost Goat. 1047. 1047.
7. Wow, das war tatsächlich richtig. Da ist wer drin. What? Yuki the Brain, oder? Manchmal habe ich auch so meine Momente. Mr. Pappkarton? Hello? Ich glaube nicht, dass er dich hören kann. Du hast recht, sieht aus, als wäre er in so etwas wie einem vegetarischen Zustand. Ja, vegetativen Zustand. Alter, das ist eklig und da kommt auch sicher der Gestank her. Schauen wir uns schnell um, damit wir schnell wieder rauskommen. Zeitschriften. All diese Berichte sprechen von Mr. Pappkartons Tod. Wenn er tot ist, wer liegt dann hier in dem Bett? Alles klar, CP. Viel Spaß im Lurk. Was ich wissen will, ist, warum sind hier so viele vollgemachte Windeln? Im Ernst, was zum Teufel? Ich weiß, was du meinst. In diesem Apartment wird mir total schlecht. Du glaubst doch nicht, dass sie... Nein, nein, vergiss es. Daran möchte ich gar nicht denken. Wenn die mysteriöse Zutat menschliche Exkremente waren, hätte Todd das doch sicher im Labor festgestellt, nicht wahr? Denke schon. Okay, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Beeilen wir uns einfach. Sind Sie Mr. Pappkarton? Bitte einmal blinzeln, wenn Sie mich hören können. Hallo? Mein Junge, bitte, hilf mir. Wie kannst du? Bist du tot? Ich bin irgendwo dazwischen, leidend seit einer Ewigkeit. Hast mit Miss Pappkarton das angetan? Früher haben wir uns geliebt, das dachte ich zumindest. Ja, das ist ihr Werk. Bitte, du musst mir helfen, damit mein Leiden endlich ein Ende gesetzt wird. Wo, was ist in der Fleischwurst drin? Fleischwurst, ich fürchte, darüber weiß ich nicht viel. Dieser Raum ist mein Gefängnis, mein Grab, das ewige Leiden. So werde ich niemals von hier fliehen können. Wie kann ich Ihnen helfen? Du musst diese entsetzliche Maschine abschalten. Aber ist das nicht, würde das nicht... Das hat mein Leiden endlich ein Ende und ich kann endlich Frieden finden. Aber bist du dir sicher? Bitte, mein Kind, du musst dich beeilen. Sie wird bald zurückkommen. Wollen wir den Stecker ziehen? Also... Eine Stimme für zieh den Stecker haben wir schon. Was sagt ihr? Sollen wir ihn erlösen und den Stecker ziehen? Okay. You decide. Okay, ja, wir ziehen den Stecker hier. Ich bin frei. Ich hoffe, ich habe das Richtige getan. Du hattest keine Wahl, Kumpel. Der arme leidet unter solchen Schmerzen. Das war, was er wollte. Ja, ich denke schon, es ist nur... Scheiße, sie ist zurück. Schnell hinter den Kasten. Falls wir es nicht lebend rausschaffen, ich liebe dich, Kumpel. Ich liebe dich auch. Du bist der beste Freund, den ich je hatte. Weißt du, dasselbe gilt für dich, Kleiner. Jetzt bist du ein Mörder. Ich nicht, Sally.